Dieses Haus überhaupt zu erhalten, das war schon eine Besonderheit, die aber ein wirkliches Geschenk für diese Überseestadt ist, weil es wirklich die Memory Card ist, weil dieses Haus wirklich die Geschichte erzählt. Ja, und das Dach spielt natürlich eine wesentliche Rolle. So große Dächer konnte man damals noch nie flach bauen. Und es ist eine klassische Steildachkonstruktion, die aber durch diese eingeschnittene Straße oben, die eingeschnittenen Höfe natürlich überhaupt in eine neue Nutzung gebracht werden konnte. Also man hat ja seinerzeit dort drunter nur gelagert, jetzt wohnt man, jetzt arbeitet man darunter und dieses Dach zu öffnen, aufzuschneiden und in eine neuzeitlich gedämmte Skulptur, darf man ruhig sagen, zu bringen, das war die Aufgabe, die uns vielleicht damit ein Stück weit gelungen ist.